Ich habe das Unternehmen MedShare vor mehreren Monaten beim HealthTech Accelerator Health Hub Vienna kennengelernt. Das Unternehmen fand ich aus entwicklungspolitischer Perspektive sofort sehr spannend. Gerade im medizinischen Bereich ist es für Ärzte ungemein wichtig, sich über medizinische Fälle austauschen zu können. Und MedShare ermöglicht genau das. Über eine Online-Applikation und Plattform wird es Ärzten und medizinischem Personal ermöglicht, klinische Fälle zu diskutieren, daraus zu lernen, Wissen aufzubauen und weiterzugeben. Aus den Gesprächen mit MedShare war schnell klar, dass eine solche Plattform im Kampf gegen Covid-19 in Afrika und im Nahen Osten, wo die Pandemie jetzt so wütend beginnt, Großes bewirken kann. Immerhin kann über eine solche Plattform Wissen auch zu Ärzten und Spitälern in entlegene Regionen gebracht werden. Ab da war die Grundlage der Zusammenarbeit geboren, gemeinsam einen Beitrag im Kampf gegen Covid-19 zu leisten. Durch die Förderung der ADA erhalten mindestens 150.000 Ärzte und medizinisches Personal in Afrika und im Nahen Osten Zugang zu einer Online-Infrastruktur, die diese im Bereich Prävention, Diagnose und Management von Covid-19 unterstützt. Das bedeutet, dass durch das Projekt eine bessere Gesundheitsversorgung für Millionen von Menschen ermöglicht wird und damit Leben gerettet werden.